Heute erreichen sowohl der Nasdaq als auch der S&P 500 ein neues Allzeithoch. Und in den letzten Stunden haben die Wall Street Banken ihre Kursziele für den Leitindex S&P 500 noch einmal deutlich erhöht. Alles bullish, oder? Die Gemengelage wollen wir uns jetzt mal anschauen. Was ist da der Fall? Aber zunächst mal zu den Kurserhöhungen. JP Morgan zunächst, die gesagt haben, ja, also wir wollen unsere Long-Positionen nicht aufgeben. Da werden wir dran festhalten. Wells Fargo heute dann mit einer Erhöhung des Kursziels des S&P 500 für dieses Jahr auf 4.825. Wir sind jetzt knapp unter 4.500. Da wäre also noch ein Schnaps drin. Und das Argument von Wells Fargo ist, wir haben so tolle Zahlen gesehen von den Unternehmen und in der Tat, die Berichtssaison war ja auch wirklich gut. Herausragend könnte man sagen in den USA. Aber die Frage ist das so fürchterlich überraschend, wenn ich Helikoptergeld habe, wenn ich Stimulus habe, dass es den Leuten schon aus den Ohren raus quillt, könnte man sagen. Und jetzt auch Morgan Stanley noch, die gesagt haben, also geht rein in den Reopening Trade, bevor es zu spät ist. Also das FOMO-Argument indirekt, bevor es zu spät ist. Seid nicht zu spät dran, aber vielleicht ist es schon ein bisschen spät? Fragezeichen. Wir wollen uns mal die Gemengelage anschauen. Zumal oben dieser Satz von Bob Farrell. Das 9. Investmentgesetz von 10 lautet, wenn alle Experten und Forecasters, also Prognostiker, übereinstimmen, dann passiert in der Regel genau das Gegenteil. Diesmal nicht natürlich. Diesmal ist wieder alles anders. Was soll schon schief gehen, wenn wir die Notenbanken haben, wenn hier das Tapering vielleicht verschoben wird oder ganz abgeblasen wird? Das ist ja der Grund gewesen für die Rallye der letzten 3 Tage. Dementsprechend kann da nichts schief gehen, oder? Schauen wir uns mal den City Economic Surprise Index an, der ja deutlich gefallen ist. Wir sind im negativen Bereich. Das heißt, die Erwartungen der Konjunkturdaten verfehlen eigentlich das, was man erhoffte, was man eingepreist hatte. Aber das ist noch nicht sichtbar in den Earnings, also in den Gewinnen der Unternehmen. Aber folgender Chart zeigt, dass normalerweise es einen Gleichklang gibt zwischen den Daten aus der Wirtschaft und eben auch den Gewinnen der Unternehmen. Dementsprechend könnte jetzt im 3. Quartal dann so langsam Gewinnrevisionen anstehen, dass also die Gewinne nicht mehr so üppig ausfallen, zumal eben das Helikoptergeld nicht mehr der Fall ist, zumal viele Dinge auslaufen, Unemployment Benefits etc., all das wird ja beendet. Also dementsprechend ist die Frage, wo kommt jetzt der neue Saft her, wenn nicht durch das massive Geld einspritzen, das dann auch bei den Konsumenten gelandet ist und das dann wiederum den Firmen zugute kam. Naja, aber die Kursziele werden erhöht, weil es wird noch alles besser. Hier sehen wir nochmal den City Economic Surprise Index. Steiler Anstieg, als eben die Zahlen dann besser reinkamen, die Konjunkturdaten besser reinkamen in Corona als befürchtet. Jetzt ist Corona wieder da. Aber das ist ja bullisch, wie wir wissen. Je mehr Corona, desto besser für die Aktienmärkte. Jedenfalls der City Economic Surprise Index maßgeblich gefallen. Allerdings folgt das auch durchaus einem saisonalen Muster, wie wir hier sehen. Normalerweise tendieren die Daten dazu, im Sommer eher zu enttäuschen. Also das muss noch nicht ganz ungewöhnlich sein. Aber es muss eine Drehung jetzt rein. Wir müssen also sehen, dass die Daten sich verbessern. Sonst wird es auch für die Unternehmen schwierig, denn man ist ja doch in einem Kosmos. Die Wirtschaft und die Unternehmen, das hängt ja zusammen. Das sind keine zwei getrennten Bereiche, auch wenn wir wissen, dass die Finanzmärkte sich doch ein Stück weit, vorsichtig formuliert, von der Realwirtschaft entkoppelt haben. Jetzt ist die Frage, Tapering ja oder nein, das ist ja das, was die Märkte eigentlich interessiert. Die interessiert keine Realwirtschaft, die interessiert nicht wirklich Corona. Es geht nur darum, was hat Corona dann mit Tapering zu tun, mit der Liquiditätszufuhr durch die Fed. Goldman Sachs hat jetzt gesagt, also wir erwarten, dass das Tapering Ende des Jahres kommen wird und im November angekündigt wird. Das ist also jetzt das, was Goldman Sachs sagt. Und auf der anderen Seite sehen wir Bank of America, die sagen, also der Hochpunkt von Corona, von der Delta-Variante, der dürfte jetzt überschritten sein. In UK hat man das ja gesehen, Großbritannien, aber das dürfte auch in den USA der Fall sein. Dementsprechend dürften eben die Reopening-Stocks jetzt nochmal besonders profitieren und gestern zum Beispiel Öl ja massiv gestiegen, steigt heute weiter. Also diese ganze Reopening-Story mit Rohstoffen, die wieder anziehen, die ist jetzt wieder en vogue. Aber wenn es so ist, dass Corona seinen Hochpunkt überschritten hat, was mich ein bisschen erstaunen würde angesichts des nahenden Herbstes, dann könnte die Fed ja eigentlich tapern, oder?
Und das ist das, was die Märkte ja eigentlich nicht haben wollen. Dementsprechend wäre es vielleicht besser, wenn Corona, für die Märkte zumindest besser, wenn Corona weiter ein echtes Problem bleiben. Aber jetzt haben wir am Freitag ja diese viel, viel erwartete Rede von Jerome Powell in Jackson Hole. Und Tapering macht einen Unterschied, wie hier Gina Martin Adams zeigt. 2011, 2015 und 2018, da lief das nicht so ganz entspannt ab. Immer wenn sozusagen hier der Saft ein bisschen weniger wird zunächst mal und dann ganz entzogen wird durch diese Liquidität, dann wird es für die Aktienmärkte schwierig. Dementsprechend ist das das zentrale Thema, das jetzt an den Märkten gespielt wird, neben der Inflation, die eben möglicherweise die Notenbanken zwingen kann, die Zinsen doch anzuheben, auch wenn sie das nicht wirklich will, aber nicht anders kann. Stephen von Meter, auf den ich schon mal verwiesen hatte, als Tipp, der interessante YouTube-Videos macht, der sagte, also ich bin ein bisschen erstaunt, dass alle irgendwie jetzt am Freitag schon erwartet haben, dass da eine Timeline kommt für das Tapering, also ein Plan kommt für das Tapering. Und in der Tat, die Fed hat ja einigen US-Medien gesteckt, wie sie sich's eigentlich vorstellt, nämlich bis Mitte 2022 fertig zu sein mit dem Tapering, also dann Mitte 2022 gar keine Anleihen mehr zu kaufen. Jetzt allerdings ist es so, dass man sich gesagt hat, naja, wenn Jackson Hole jetzt nicht mehr physisch stattfindet, sondern nur noch virtuell, dann muss das bedeuten, dass Paul auf jeden Fall am Freitag nichts in Sachen Tapering ankündigt. Da sieht er keine wirkliche Logik. Nur weil es virtuell ist, muss es doch nicht bedeuten, dass da sozusagen das Tapering nicht angekündigt wird. Also so ganz sicher ist das nicht, was die Märkte eingepreist haben, nämlich dass Jackson Hole, die Absage von Jackson Hole als physische Präsenzveranstaltung automatisch bedeutet, dass kein Tapering angekündigt wird, auch wenn inzwischen alle eben sagen, nein, also da wird am Freitag nichts kommen. Paul ist ja durchaus dovish, das wissen wir, kämpft um seine Wiederernennung, die ja im Februar 2022 ansteht. Anfang September, so heißt es, soll Joe Biden entscheiden, ob Paul eine weitere Amtszeit bekommt. Aber kommen wir mal zu den Märkten. Wie gesagt, neue Allzeithochs, Nasdaq, dennoch wieder ein Thema der Marktbreite. Wir haben nur 47 neue Hochs im Nasdaq. Das ist die geringste Zahl, die jemals erreicht wurde bei einem Allzeithoch. Und das ist schon erstaunlich. Also die Indizes steigen, aber viele Aktien profitieren nach wie vor nicht so wirklich davon. Und wir sehen, dass diese Rallye, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, vor allem auch mal wieder ein Short Squeeze war. Die Most Shorted Stocks, die sind am stärksten gestiegen. Wie könnte es denn anders sein? Wer von dieser ganzen Geschichte nicht profitiert hat, das sind die Hedge Funds, die den Index ziemlich deutlich outperformen, also underperformen genauer gesagt. Da ist man 13% hinter der Entwicklung des Index zurück mit den eigenen Long-Positionen. Mit anderen Worten, die Hedgefonds, die haben auf das falsche Pferd gesetzt oder auf die falschen Pferde gesetzt und gucken jetzt in die Röhre. Da stellt sich die Frage, warum soll man sein Geld den Hedgefonds geben, die ja ziemlich teuer sind in der Verwaltung, wenn die schlechter performen. Das ist ein ziemliches Drama. Aber es gibt eine kleine mahnende Stimme in dem bullischen Konzert. Und die kommen von Nomura, die sagen also, die Überhänge an Long-Positionen, da gibt es schon jede Menge Potenzial für De-Risking, für eine Entrisikoisierung, für eine Enthebelung des Risikos. Aber, so sagt Nomura, dazu bräuchte es einen Trigger, bräuchte es irgendeinen Auslöser. Das kann eigentlich nach derzeitigem Stand nur Jerome Powell sein mit Tapering. Ansonsten könnte das Ganze einfach so weiterlaufen. Und da ist eben jetzt durch diese Rallye sind diese Positionen, diese Gamma-Positionen, die die Market Maker eingehen mussten, die sie nicht auflösen mussten aufgrund der Rallye, die könnten dann in Schwierigkeiten nur dann geraten, wenn es eben einen Katalysator gibt für eine negative Botschaft, etwas, was sozusagen die Leute auf dem falschen Fuß erwischen wird. Und auf dem falschen Fuß erwischt wird derzeit auch die Autoindustrie. Wir sehen Bosch, die sagen also, die Supply Chains, die Lieferketten im Bereich Chips, die funktionieren nicht mehr. Bosch ist immerhin der weltgrößte Autozulieferer. Da müssen wir uns mal zusammensetzen und irgendwie neue Möglichkeiten finden. Das zeigt, wie ernst dieses Lieferkettenproblem ist. Die Probleme dürften bis weit, weit in 2022 hineinreichen mit den Folgen für
Dann die Inflation, denn das ist der preistreibend, gar keine Frage. Und jetzt aktuell auch hier der Flughafen in Shanghai, Pudong Airport, da gab es Corona-Fälle, sodass dort der Flugverkehr deutlich eingeschränkt ist, sodass da auch Waren kaum mehr transportiert werden. Da ist in den Lagerhallen Pudongs, stapeln sich die Güter, die nicht abtransportiert werden können. Also auch das ein Punkt, der hier eine Rolle spielt. Und kommen wir abschließend nochmal nach Deutschland. Da sehen wir, dass jetzt die SPD das erste Mal seit 15 Jahren, gefühlt 150 Jahren, in den Umfragen für die Bundestagswahl vor der CDU liegt mit 23%. Die Umfrage von Forsa, andere werden es vielleicht anders gewichten ein bisschen, aber es zeigt, dass Olaf Scholz, der Scholzomat, eine echte Siegchance hat bei dieser Wahl. Unglaublich, wer hätte das vor einigen Monaten noch gedacht. Die Union bei 22%, miserabel, Grüne 18%, FDP 12%, AfD 10% und die Linke 6%. Das ist eine überraschende Wendung. Und viel Zeit ist nicht mehr. 26. September ist die Wahl. Und jetzt natürlich auch hier in Europa, nicht nur die Fed, neues Allzeithoch bei der EZB-Bilanz. Wir haben jetzt 78,3% Bilanzsumme in Relation zum BIP Europas, also die EZB-Bilanz. Das ist um und bei fast ja, gut doppelt so viel wie die Fed mit 36,7%. Also da könnte die Fed ihre Bilanzsumme verdoppeln. Dann wäre das um und bei im Rahmen Europas, das muss man sich mal vorstellen. Und hier in Deutschland erstaunlich, das Sparvolumen sinkt deutlich, das ist in den USA auch zu beobachten. Die Geldmenge beginnt zu steigen und das ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, ob Inflation wirklich dann ins Laufen kommt, ja oder nein. Die Geldmenge, die ist in den letzten M2, die ist in den letzten Monaten ja noch weiter gesunken, beziehungsweise hat sich nicht beschleunigt. Dementsprechend wird das ein zentraler Faktor sein, ob die Inflation ins Galoppieren kommt mit einer Lohnpreisspirale vielleicht, wenn die Arbeitnehmer dann eben höhere Löhne verlangen. Diesen Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Schauen Sie sich den mal an. Der ist kurz, knackig und bringt das Wesentliche auf den Punkt. Und ich wünsche jetzt einen sonnigen, wunderschönen Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.